Moin moin Leute, ich begrüße euch herzlich zur 15. Folge der Bounty Hunter Karriere. Wir sind immer noch oben in Everest Harbor und beschäftigen uns noch ein wenig mit den Miles Eckert Missionen. Ich habe jetzt schon mal eine Mission angenommen von Miles Eckert. Ich zeige sie mal kurz. Und zwar ist das diese Mission für 61.250 IUC. Unsere Targets sind drei Ziele. Ich schätze mal, davon werden mindestens zwei Valkyren sein und vielleicht eine Vanguard Warden. Das schätze ich mal so als Ziele für diese Mission ein. So, das Schiff, was wir dafür mal heute nehmen werden, würde ich sagen, das probieren wir noch weiter mit der Cutlass Black. Dazu gehe ich mal eben nach unten und spawne eine. Weil, wie man gesehen hat in den letzten Folgen, da ist man ja mit sowas wie der Valkyrie ja recht gut zurechtgekommen. So, wenn wir sie als Gegner hatten. So, Pet 1. Wollen wir mal ein bisschen Fahrstuhl fahren. Zack. Sogar gleich da. Wunderbar. Mal schnell den Helm aufsetzen. Ja, macht das auch. Ja. Da steht sie ja. Im schönen Weiß. Jo, Tür zu, keiner mehr drin, wunderbar. Schienen an. So, erstmal ist hier nur weg. Dann schauen wir doch mal. Auf nach Aberdeen. Einmal Karte, um schon mal gucken, ob wir den Weg weiter festlegen können. So. Ja, jetzt hat er ihn. So, nächsten Sprung. Und da wir da eine Doppelung mit den Namen sehen, dürften da gleich beide Gegner zu sehen sein. Also beziehungsweise im Zielgebiet. Hoffen wir mal, dass wir dann auch Glück mit unseren Gegnern haben. So, na komm, zack.
Da habe ich das Schild auch noch gesehen. Da ist es. So, verklocken wir mal. Den Rest lassen wir mal so. Die Waffen, wie gewohnt, lege ich mir wieder auf meine Waffengruppe 1. ...24 Rattler 2 Raketen an Bord. Dann schauen wir doch mal, was als erstes ankommt. Da ist der komische Fritz. Und Fritz fliegt eine Rengard Warden. Zur Seite strafen, Gegner erledigt. Aber wir haben ein bisschen Schaden genommen, aber was soll's. So ist es halt. Da haben wir als Gegner einen Valkyrie. Na komm. So. Fehlt uns jetzt also noch einer. Na. Da springen wir jetzt erstmal zum OBM-Punkt einfach hin. Zack. Die koppelt wieder, also wieder koppeln. So. Das ist hinten Crusader. Oh, Map ist auch gleich mal da. Einmal nach Crusader. Da springen wir Port Ulysar. Verorten und gleich auch kurz reparieren, würde ich sagen. Jo. Ein bisschen die Sonne verdecken hier. Schiff. Wenn mir das nicht die ganze Zeit am Blenden ist. Ja, würde ich mal sagen, den Titel kann ich auch mal ausblenden, ne? Und nicht nur den, auch... Quatsch. Der kann auch weg, die Info brauchen wir auch nicht. Dann sieht das doch noch ein bisschen besser aus. Ja, hat schon irgendwie was. Also bis jetzt sind wir auch in dieser Mission gut mit der Cutlass durchgekommen. Ist dann natürlich die Frage, wie unser letzter Gegner in Crusader ist.
Aber ich schätze mal, dass es im Höchstfalle eine Valkyrie sein wird. Sollte es doch eine Hammerhead sein, müssen wir uns dann vielleicht auch noch ein anderes Schiff holen. Aber das sollte nicht das Problem sein, weil zeitlich haben wir, was das angeht, noch sehr viel Zeit, würde ich sagen. Schau mal, ja. Gute 30 Minuten noch. Es war noch da, glaube ich, hoffentlich. Nicht, dass ich mich jetzt täusche. Ja, die beiden waren neutralisiert. So, PO. Zack, jetzt können wir springen. So, Landeerlaubnis hoch. Und Fahrwerk raus. Dann machen wir eine kleine Auto-Landing-Aktion. Zack. Meldung ist weg, okay. Das und das wollen wir alles haben. Schauen wir doch mal, ob er uns auch ein paar Raketen gibt. Voll. Oder auch nicht. So, repariert hat er. Und Raketen gab es nicht. Egal. So. Schauen wir mal auf die Karte. Hinhaut. Thank you. And please visit again. Ah. Zack. Wunderbar. Mensch. Ein Doppler beim Springen. Da, noch.
Sieht irgendwie so fast so aus, als ob der Spawnpunkt im Asteroiden liegen würde. Oder irgendwie hinter dem Asteroid. Ja. Versuche ich mal zuzukommen. Ja, das. So, da ist was erschienen. Sogar recht nahe eine Vanguard Warden. Ja, da versuchen wir doch auch mal eine Rakete reinzudrücken. Hat geklappt. Zwei Stück hat es gekriegt. Ist weg. Wir kriegen unsere 61.000 und haben die Mission in guten, ja, ich sag mal, 15 Minuten geschafft. Das nächste, was dann noch an Missionen wäre das für, ja, um die 80.000 oder 79.000. Da geht's dann gegen drei Hammerheads, aber da würde ich sagen, nehme ich dann ein anderes Schiff, weil dafür nehme ich an die oder Eclipse. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. So. Karte. Da schießt irgendwas. Kümmere ich mich aber nicht drum. Ich springe einfach nach PO. Meine Mission ist erfüllt. Und weg. Da gibt es kein vernünftiges Kopfgeld für. Verschwendet man nur Munition und gibt sich in eine Gefahr hinein, die nicht sein muss. Ich denke, was das angeht, immer an das, dass es später ja irgendwann einmal den Permadeath geben wird. Und da sage ich mir, warum soll ich mich da in eine durchaus vielleicht todbringende Situation hineingehen, wenn ich da absolut keinen Profit von habe, als Bounty Hunter. So. Zack. Da sind mir die bezahlten Missionen doch wesentlich wichtiger in dem Sinne. Weil wenn ich da was riskiere, dann weiß ich wenigstens auch, dass ich vernünftig was dafür bekomme.
So, dann parieren. Ja, mit dem Vogel, der daneben an am Landen gerade ist, mit so einem werden wir dann die nächste Mission, wo es dann drei Hammerheads zu erledigen. Hör auf. Sehr komisch. Aber egal. Versuchen wir gleich erstmal die Tür zuzumachen. Aha, ein Anzeigebug. Okay. Wunderschön. Muss ja auch mal sein. So, dann werde ich mich hier gleich mal mit Essen und Trinken versorgen. Wünsche euch ein schönes Weitergucken mit irgendwelchen anderen Missionen oder so. Wer weiß. Ja, und sage in diesem Sinne, bis denn dann. Tschüss. Nice choice.